Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch Bist zurück du zu Let's wirklich Play den Weg der Fallout freien Wähler 4. allein? Warum willst du mir jetzt sagen? In der letzten Folge haben wir ja den, ich glaube, den Runner-Typen erledigt und haben den Runner-Ship für uns jetzt Walt Blau, zu eigen was? gemacht. Sieht doch gut aus. Und er läuft da Meister Popper-mäßig herum. Und ja, wir sollen den Runner-Ship natürlich noch analysieren und dafür müssen wir hier im Railroad Hauptquartier nachfragen anscheinend. Also los, zeig mal. Ist der Ich Mona? habe hier einen Bericht, der liest sich mehr wie ein Comic. Anscheinend gab es ein größeres Gefecht bei Green Tech Genetics. Ja. Oh, was weißt du darüber? Einer unserer Agenten hat einen Runner ausgeschaltet. Allein. Das würde vermutlich nicht mal Glory schaffen. Du warst das also. Ein Runner weniger ist natürlich immer gut. Aber warum hast du das gemacht? Der Chip in seinem Hals sah so toll aus. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Du hast einen ihrer Chips? Intakt? Mir nach. Sofort. Wie für ein Leuchten in den Augen hat er Den jetzt. Runner-Chip zu entschlüsseln ist eine heikle Angelegenheit. Da können tausend Sachen schiefgehen. Warte, die Klappe. Datenverlust ist da noch das geringste Übel. Zum Glück haben wir genau den richtigen Mann für diesen Job. Hey, das. Brauchst du was? Tom, Oh, der. wir haben dir einen Runner-Chip mitgebracht. Was? Echt jetzt? Mann, sowas habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Damit hast du echt den Jackpot geknackt. Gib mal den Chip her. Schauen wir, was drauf ist. Hier, bitte. Okay, Tom, dann leg mal los. Okay, kleiner Runner-Chip. Lassen wir den Stromkreisanalysator mal an dich ran. Ich habe natürlich Deacon mitgenommen bei Railroad und so, ne? Wir sind drin. Haben Zugriff auf den Chip. Bummeln wir mal etwas an den Analogschnittstellen. Tut mir leid, ich muss hier Tüstel Tom was. Was? Oh Mann, stürz jetzt nicht ab. Du schaffst das. Kleiner Speicherfehler. Komm schon! Was sind sie? Verschlüsselungsalgorithmen. Okay. Wir sind noch im Geschäft. Oh Mann. Sie haben beim letzten Schlüssel weitere Dezimalstellen hinzugefügt. Man könnte dir mal alle die Klappe halten, wenn ich hier in der Story weitermache. Führ mich zum Muster. Wo ist es? Moment. Sie benutzen die gleiche logarithmische Funktion wie der Schlüsselgenerator. Oh Mann, das nenne ich Glück. Ich hab dich, du Institutscheißer. Wir haben gerade viele Sünds im Spiel. Nach N aus. Das macht die Sache echt gefährlich. Zeig mir die Basiszahl. Komm, Baby. Wir haben's. Wir haben den Code. Ich lade dir auf ein Holoband. Beobachtet Gute wirst. Arbeit, Tom. Immer. Ich weiß nicht, ob wir nächstes Mal wieder so viel Glück haben, Des. Und was dich angeht. Ich hoffe, dir hilft das genauso viel weiter wie uns. Gute Arbeit. Das finde ich immer so blöd in ganz Bethesda-Spielen. Jedes Mal, wenn du irgendwo vorbeiläufst, quasselt dich irgendjemand an. Da, der quasselt dich an. Der quasselt dich an. Da geht manchmal so auf den Nerven, wenn man gerade irgendwie so im Storygespräch ist. Dann sollten irgendwie die Leute im Hintergrund ausgeschaltet werden oder so. Das ist so eine Art von nervig. Oh nein. Ja, umgeschmissen, oh nee. Ich bete zu Gott, dass das Institut uns nicht findet. Aber kannst du mal aufhören, mich zu verfolgen? Er verfolgt mich überall hin, kann das sein? Dir und Glory wurde also derselbe ein. Ha. Ja, also Virgil zurück, da ist wenigstens nur eine Person. Tja, liebe Reise. Mein Gott, gehen die mehr auf Nerven. Ah. Aber es ist ja immer so, du läufst an irgendjemand vorbei und so, ja, mir hat jemand einen Pfeil ins Knie geschossen. Gut an. Beeilen wir uns. Und ja. Okay, Virgil, was geht? Ich schütze und diene. War nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Du hast, was du brauchst? Jo. Ich hab den Code. Sollte mich wohl nicht überraschen. Du hast immerhin Kellogg erledigt. Ein Runner sollte da kein allzu großes Problem mehr sein. Kellogg war ehrlich Hier gesagt hast du schwieriger, den ja. Chip entschlüsselt. Ich habe ein paar Freunde im Commonwealth gefunden. Besser du als ich. Mit so einem Gesicht werde ich nicht allzu viele Freunde finden.
Du warst aber nicht der Einzige, der beschäftigt war. Ich habe aus meinen Erinnerungen und dem, was ich so über die Jahre gehört habe, das Beste gemacht. Hab ein paar Pläne für dich entwickelt. War nicht ganz leicht, diese Hände sind ein Witz. Die Feinmotorik ist für den Arsch. Hier ist die Kurzversion. Du musst ein Gerät bauen, um das Signal zu kapern, mit dem das Institut die Runner teleportiert. Und stattdessen dich selbst durchschicken. Weißt du, was das Verrückteste daran ist? Dieser Sender für klassische Musik. Das ist das Trägersignal für ihren Transmitter. Und da haben wir ein Problem. Alle diese Daten in diesen harmonischen Klängen. Und wir hören es schon die ganze Zeit. Und um es ganz klar zu sagen, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich war Biowissenschaftler. Mit Maschinenbau oder fortschrittlichen Systemen hatte ich nichts am Hut. Biowissenschaft? Fortschrittliche Systeme? Abteilungen im Institut. Spezialisten, die in Gruppen an verschiedenen Projekten arbeiten. Du wirst es später noch verstehen. Aber wenn du dieses Gerät bauen und den Code nutzen kannst, solltest du das Signal des Instituts-Transmitters kapern können. Schaffst du das? Kannst du es bauen? Keine Ahnung. Leute, die dir helfen. Für einen allein ist das etwas viel, selbst für dich. Das kriege ich schon hin. Gut, sehr gut. Denn du musst es unbedingt da reinschaffen. Um unser beider Willen. Und vergiss nicht unsere Abmachung. Ich habe dir geholfen, so gut ich konnte. Ja, kein Problem. Wenn du es reinschaffst, finde das. Wird wahrscheinlich auch noch ein Begleiter, wenn er ein Mensch ist. Einzige Hoffnung jemals. Ja, vielleicht war er vorher ein Ghoul, keine Ahnung. Also finde geht das überhaupt? Und jetzt los. Nimm das hier und mach dich an die Arbeit. Tu, was immer nötig ist. Oh, was? Jede Hilfe ist jetzt willkommen. Okay, ich kann mir aussuchen, mit wem ich... Boah. Was für ein Geruch. Wenn ich das nächste Mal in der Stadt... Oh, was für ein Mundgeruch. Ja. Wenn der nächste Mal in der Stadt ist, geht er als Mr. Handy, was? Okay, sprich mit dem Minuteman, der Bruderschaft oder der Railroad? Ich würde sagen, die Bruderschaft könnten wir mal nehmen. Aber ich muss gar nicht Hilfe für jemanden holen. Sprich mit dem Minuteman, okay. Sprich mit der Bruderschaft. Sprich mit der Railroad, ne? Ich würde schon eher sagen, die Bruderschaft sollten wir nehmen. Wir hatten es so oder so aufs Institut abgesehen. Railroad, Minuteman, weiß ich nicht. Minuteman haben doch relativ wenig mit denen zu tun. So wie ich das letztens mitbekommen habe von Preston. Warum kann ich hier nicht raus? Geh mal zur Bruderschaft mal. Lass mal denen dann machen. Die wollten so oder so mit denen machen. Außerdem, die Bruderschaft hat viel Technologie zur Verfügung. Deswegen nehme ich mal sehr stark an, für die wird das einfach sein. Außerdem haben wir bei denen schon lange nichts mehr gemacht. Kann ich dann sagen, dass Paladin Dance mir folgt? Es geht. Wenn du uns begegnest, leg sie ruhig. Die Bruderschaft ist auch ein bisschen rassistisch. Bring einfach alles um, ja, was nicht menschlich ist. Egal. Paladin Dance, wo bist du? Hol mir dich mal. Vielleicht kann ich ja sagen, dass du mit mir kommst. Vielleicht haben die jetzt ja gepatcht.
Vielleicht kann ich ja jetzt endlich die Mission abgeben. Ja, natürlich auch gut. Ich glaube nicht, dass Deacon irgendwie hier so zustimmen, wenn ich einfach so die Bruderschaft zur Hilfe rufe. Paladin Gates, bereit, unsere Mission fortzusetzen, Soldat? Der Besitz undokumentierter Technologien wird verfolgt bereit, und bestraft. Verstanden. Du willst mit ihm unterwegs sein? Okay, pass auf dich auf. Eine interessante Warnung von jemandem, der mit Manipulation und List arbeitet. Oh Gott. Wenn du einen Moment... Hey. Reden willst du? Was ist los? Magst du nicht gerade reden? Entschuldigung, Paladin Dance. Möchtest du dich jetzt unterhalten? Natürlich. Was hast du auf dem Herzen? Danke. Das ist kein förmliches Treffen, nur ein offenes Gespräch. Wir beide hatten wohl keinen guten Start und ich finde, dass ich mich entschuldigen sollte. Von dir zu erwarten, die Standards der Bruderschaft anzunehmen, ohne uns zu kennen, war unfair. Und da du unsere Überzeugungen so gut verinnerlicht hast, war die harte Vorgehensweise fehl am Platz. Ich fand doch, wir kamen am Anfang relativ gut miteinander aus. Das ist sehr nett, danke. Tja, du verdienst es. Mein Pate als Anwärter war Paladin Creek, der härteste Truppführer, unter dem ich je gedient habe. Er war ein Vorbild und verkörperte die Werte, nach denen jeder Anwärter strebte. Absolut loyal, gefestigt in seinem Glauben und unglaublich tapfer. In seinem Trupp wurde ich von Beginn an anders behandelt, als ob er mich härter als den Rest des Teams rannehmen würde. Ich kämpfte lange an seiner Seite. Es gab wirklich brenzlige Situationen, aber er gab mir nie eine Erklärung für meine Behandlung. Er hatte bestimmt seine Gründe. Dann habe ich nie rausgefunden, welche. Nach meiner Beförderung zum Paladin bekam ich einen eigenen Trupp und erfuhr, dass Creek auf der Adams Air Force Base umgekommen war. Das war wie ein Schlag in die Magengrube. Ich hatte schon vorher Brüder und Schwestern verloren, aber sein Tod nahm ich wirklich mit. Ich habe es erst spät erkannt, aber Creek war aus dem gleichen Grund mir gegenüber hart, aus dem ich dir gegenüber hart bin. Ich glaube an dich und will nicht, dass dein Potenzial vergeudet wird. Dein Vertrauen in mich schmeichelt mir. Dieses Vertrauen hast du dir selbst erarbeitet. Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte und hoffe, es bedeutet dir etwas. Ich hoffe, du behältst das für dich. Einige Informationen waren persönlich und, tja, das sollen sie auch bleiben. Hey! Warte auf deinen Befehl. Dance? Was gibt's? Das war's. Kein Problem. Was gibt's? Das war's. Dann kann ich auch technische Dokumente wieder abgeben. Ritter. Hast du vielleicht technische Dokumente? Ich habe technische Dokumente für dich. Gut. Mir geht langsam das Forschungsmaterial aus. Hier sind die versprochenen Chromkorken. 600. Denk dran, das Commonwealth ist eine fast unbegrenzte Fundgrube dieser Täler. Durchsuche jedes Gebäude. Aha. Gut, dann gehen wir mal zu den Maxton oder Max oder wie auch immer der Nummer hieß. Und gehen ins Institut, hoffentlich. So. Was geht? Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall ist. Willst du mich schon wieder damit ansprechen? Wir sind hier bei Paladin Dances Erkundungsteam eine Einheit. Laut unseren Gelehrten ist... Also, wir sind schon da. In dem Moment, in dem wir diese Information... Das Institut und alle, die mit dem... Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir alle... Ich habe unsere Gelehrten das Commonwealth so... Die einzig logische Erklärung. Und hier kommen sie ins Spiel. Dein Glückstag. Na sowas aber auch. Muss ihr Glückstag sein. Denn ich kenne einen Weg rein. Eine Möglichkeit ohne die Fähigkeit, sie auch umzusetzen, ist nutzlos. Vielleicht sollten wir zusammenarbeiten, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen. Es gäbe da aber noch etwas, das ich gerne wüsste. Aus reiner Neugier. Weshalb wollen Sie so unbedingt ins Institut? Ich glaube, dass Sie es waren, die meinen Sohn entführt haben. Das Institut nutzt die Schwachen aus, um seine Ziele zu erreichen. Zusammen werden wir sie für ihre Taten büßen lassen. Ich werde Proctor Ingram schon einmal informieren. Melden Sie sich am Flughafen und beginnen Sie mit der Arbeit an Ihrem Projekt. Okay. Proctor Ingram.
Hier schon wieder alles gefüllt? Nein, okay. Weil ich woanders liegt. Manchmal füllen sich die ganzen Sachen wieder nach. In Concord hat sich einmal irgendwie alles wieder nachgefüllt in die erste Stadt, wo ich mal war. Wo ist er denn? Da unten. Ja, kann ich mit einem Veti-Bird fliegen? Okay, so kann ich da hin. Ach, ich kann viel hegeln. Er sagt mir ja nicht, dass ich das Radio einschalten muss. Weil ich kann hier keine Musik anmachen. Gut. Hier sind wichtige Leute irgendwo. Habe ich noch nie irgendwie gewusst. Pflege deine Powerrüstung ordentlich, dann lässt sie dich nie im Stich. Du siehst aus wie Kate. Ältester Maxon meinte, dass du mir helfen würdest, den Signalfänger zu bauen. War genau so aus. Würdest du ihr jetzt die Befehle geben, was? Okay, ich steig drauf ein. Was macht dein neues Wundergerät? Was? Du hast keine Beine. Oder muss das so sein? Ja, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Du bist doch hier die Expertin. Ich habe nur diese Pläne hier. Okay, du harter Typ, dann lass mich mal sehen. Molekularübertragung mit Hilfe von verschlüsselten Radiowellen? Okay, ich muss zugeben. Das ist genial. Das erklärt, weshalb wir überall im Commonwealth ungewöhnliche Energiesignaturen entdeckt haben. Und wieso ihre Blechsoldaten aus den verdammten Wänden zu kommen scheinen. Und mit diesem kleinen Prachtstück kapert man das Rücksendesignal. Statt des eigentlichen Ziels wirst du dann transportiert. Ziemlich beeindruckend. Kannst du sie nur bewundern? Sie sind nichts weiter als eine Mörderbande. Hey, mach mal langsam. Ich will statt des Instituts auch lieber einen großen, qualmenden... Das wollte ich halt eigentlich nicht sagen, aber okay. Aber wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen. An den Details muss ich noch etwas arbeiten. Aber ich glaube, du kannst mit einer stabilisierten Reflektorplattform anfangen. Dafür wirst du eine Menge hochwertiges Metall brauchen. Aber hier am Flughafen solltest du das problemlos bekommen können. Ich bin froh, dass du diese Pläne verstehst. Ich habe noch nicht alles verstanden. Aber bis du mit dem ersten Teil fertig bist, bin ich auch hinter den Rest gekommen. Auf dieser Liste steht alles, was du besorgen musst. Außerdem wirst du eine extrem starke Energiequelle brauchen, um den Signalfänger in Betrieb nehmen zu können. Okay. Metalle. Ja, damit. Ich kann jetzt nicht reden. Muss mir die Meyer-Lurk-Scheiße von den Stiefeln kratzen. Du hast Beine. Oh, die hat nur so ein Skelett an. Deswegen. Aber trotzdem. Oder hat sie keine Beine? Natürlich. Weiß man nicht, ne? So, hat die mir irgendwas gegeben, wo drauf steht, was ich brauche? Natürlich jetzt sehr gut. Lass mal sehen. Ja. Nötigte Gegenstände. 10 mal Aluminium, 3 Schaltkreise und 5 Stahl. Ich dachte nicht schon alles. Ja. Bauen wir halt irgendwo hin, wo ich hier mich teleportieren kann. Meiner Erfahrung nach finden Großmäuler und Wichtigtuer was? In einem Begräbnis mit geschlossenem Saal. Ist das nicht hier der Teil des Flughafens?
Das kleine Gebiet hier nur? Das ganze Teil hier ist der Flughafen. Ich kann halt wahrscheinlich noch bewegen danach, ne? Ja, das ganze Gebiet hier ist der Flughafen. Scheint nicht. Dr. Ingram? Hast du die Plattform schon fertig? Jo. Ja, ich bin bereit, den Rest zu bauen. Super, dann lass uns weitermachen. Hier hast du eine Liste von allem, was wir brauchen. Ich weiß, dass dir ein paar Sachen spanisch vorkommen werden. Komm also einfach vorbei, wenn du Fragen hast. Signalfänger, benötigte Gegenstände. Oh, was? Ich kümmere mich drum. Das hoffe ich. Oh, noch eine Sache, bevor ich vergesse. Es ist nötig, dass alle Komponenten miteinander verdrahtet sind, sodass alle Teile am selben Stromnetz hängen. Andernfalls wird es nicht funktionieren. Wenn du Hilfe brauchst, ich bin drüben bei der Baustelle und nehme ein paar Anpassungen und Berechnungen vor. Ich würde dir ja viel Glück wünschen, Ritter. Aber das werden wir wohl beide brauchen. Okay. Also Arme hast du auf jeden Fall nur Beine nicht. Nehme ich mal an, du bist nur ein Torso mit Armen. Sei gegrüßt, Ritter. Seien sie auch gegrüßt. Da muss ich jetzt um das ganze Commonwealth hier herum eiern. Über den Telemodul, noch ein Sensormodul. Okay. War ich doch schon mal. Okay, da war ich aber schon mal. Gehen wir noch mal in eben. Sensormodule. Sind einfach nur so Schrottteile. Oder sind echt geskriptete Sachen? Ja, loben wir die mal. Kann ja nix schief gehen, außer hat da wieder Raider auf und da waren Raider, als letztes Mal da waren. Ja, ich habe Paladin Dance dabei, der wird hoffentlich ein bisschen mehr hart aushalten mit seiner Power Armor. Ich werde das ja nicht gleich machen. Ah, nee. Ja. Wo sind sie hin? Ja, gut. Gehen wir da ganz schnell rein und holen alles, was wir brauchen. Nee. Was geht? Bruderschaft sowas macht. Gute Arbeit. Lass nichts zurück. Gehen wir da ganz schnell rein. Ja, wo schnell irgendwie was finden. Die sind schon wieder sehr schnell erledigt. Überleben, okay. Mit dem Schwert zu laufen, das ist immer noch das Shem Brown Schwert, was ich sonst mal habe. Die haben mir noch wieder neue Sachen gestellt. Mein Gott, der ganze Ort wurde hier resettet oder wie? Ja, sieht so aus. Vorsicht, die Beleuchtung ist unterhalb der minimalen Sicherheitsstufe. Tunnel irgendwo. Mein Gott, jetzt sind ja wieder die ganzen Sachen. Das ist gut, ich brauche Munition. Geschafft. Der Munition, sehr gut. Technische Dokumente auch wieder. War ja auch eins der ersten Gebiete, wo wir drin waren. Ich habe die ganzen Schlüssel noch, die man hier verbraucht. Schade, das Magazin nicht wieder hier ist. Hier war, glaube ich, ein Magazin. Ist leider nicht gespawnt. Boah. Wer ist da?
Hey. Ein Sensormodul. Weißt, dass sie noch da sind. Spürst du das? Das nennt man Angst. Haltet ihr euch für schlau? Haltet ihr euch für schlau? Ich hab was gehört. Ja, geil. Also kommt man natürlich auch an Munition. Keine Sicht auf das Eindruck. Die Gegner scheinen ja auch nicht so schwer zu sein hier. Wir sind doch nur normale Raider. Merke ich gerade. Keine. Okay, hier ist mal etwas stärker. Wahrscheinlich hier. Ja, wahrscheinlich hier alles noch mal kaputt hauen und abschlachten. Dann sehen wir uns außerhalb dieser Basis wieder. Was ist das? Ja, ich glaube, wir sehen uns dann außerhalb hier wieder. Sogar aus denen rausgekommen. Okay, aber das Gebiet, das haben wir schon gesehen und muss jetzt nicht nochmal gezeigt werden. Deswegen werde ich hier nochmal in Ruhe alles aufknacken, töten, finden und so. Und dann sehen wir uns außerhalb hier wieder. Wenn ich wahrscheinlich draußen auch die ganzen Leute erledigt habe. Dann sage ich nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Sage ich.